Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier von Norddeich RP und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit dem Scheibenecken. Und ja, fangen wir einfach neben dem Kuster an. Dann mussten wir nicht tiefen lockern und dann passt es. Dann war gleich noch die neue Scheibenecke oder die Gruppe, was das ist, keine Ahnung. Habe ich noch nicht genau rausgefunden. Und ja. Wobei, wir machen die langen Bahnen, das ist das Geschickte. Jetzt haben wir mal kurz wenden, aber daran soll es jetzt nicht scheitern. Fact. Die läuft gut über den Acker. Das ist sehr gut. Sehr was, wenn jetzt wurscht, ob da Gras ist oder nicht in den Feldern, aber das gehört dann nicht hin. Der Stau, das tut jetzt einmal ein bisschen unter Ecken und das Gras, dann ist das dann auch weg normalerweise. So. Perfekt. Dann machen wir weiter. Genau. Einmal absenken bitte und Abfahrt. So. So, Abfahrt. Das, was ich eindeutig am meisten hier in Motta hasse, ist, dass die Felder am Rand so oft umzäunt sind und so eng ist, dass man hier nicht richtig wenden kann. Das ist ein bisschen nervig, aber sonst ist es ja eigentlich relativ schön. Aber boah, fährt hier schon wieder Bullerei umeinander, das ist echt nervig. Was macht der denn hier? Ist der wieder unterwegs oder was? Was will denn der von mir? Machen wir mal kurz aus, hier mal kurz hoch. Bayer! Ja, Herr Thompson, wollen Sie mich wieder aufhalten, oder was? Bin hier auf dem Nö, Feld, nö, da brauchen nö, Sie mich nicht aufhalten. Sie nicht, aber haben Sie den schwarzen BMW hier vorbei gesehen? Es gab gerade einen Banküberfall. Ah, fast hätte ich einen gesehen. Ah, ich dachte, es wäre ein schwarzer gewesen. Aber, ja. Ja, also, ein schwarzer BMW, ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass vorhin einer vorbeigefahren ist, aber ich habe aktuell leider keinen gesehen. Und ja, ich habe auch leider keinen Plan davon, weil ich jetzt hier acker und ich sehe nicht die Straße da vorne, also ich weiß es nicht. Also ich habe keinen gesehen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Okay. Sagen Sie mir bitte sofort Bescheid, das ist echt flüchtig. Ja, 5 Millionen Euro geraubt. Hä, wo denn? Bei uns im Dorf. Ja, unten beim Händler. Beim Sagen Sie das doch Automaten. Was gibt's als ist Belohnung? Überfallen worden. Was gibt's als Belohnung? Wenn man den fasst? 50.000 sagen wir, okay? Wenn ich ihn bekomme, 50.000. Nein, nein, nein. Der Bankräuber hat 50.000 Euro. 5 Millionen haben Sie doch gerade gesagt. Ja, wenn ich ihn bekomme, bekomme ich 50.000 Euro. Sie kriegen einen Förderlohn von der Polizei, ja? Also melden Sie sich bitte sofort. Ja, mache ich. Danke. So, da machen wir natürlich von der Feldarbeit auch
Pause, da holen wir uns lieber den Finderlohn. Noch dazu, wenn der uns jetzt hier nicht erwischt. So. Ich würde sagen, wir machen das jetzt ganz einfach. Wir warten jetzt, bis der Typ vorbei ist von der Polizei. Ich stelle es hier so ein bisschen hin. So. Ducken wir jetzt so ein bisschen weg. Und dann fahren wir mal mit unserem getunten Ferrari fort. Wenn er weg ist, schauen wir mal. Ich glaube, der ist weg. So, Vollgas. Vollgas, yalla. So. Fuck, hier ist wieder der Bordstein zu eng. Egal. Für das Geld machen wir alles. Noch dazu, wo es nichts kostet und wir eh das Feld jetzt nicht so wichtig ist zu grubbern, das können wir später auch noch machen. Ist eher wichtig, dass die Tiere immer versorgt sind. Und ja, das kriegen wir schon hin hier, dass wir hier drüber kommen irgendwie, glaube ich. Oder hoffe ich. So, müssen wir den hier jetzt hier mit aller Kraft einfach drüber schieben. Nee, ich glaube, ich habe ihn immer noch drüber. So, dann yalla, Abfahrt. Vollgas. Schauen wir mal, ob wir einen finden. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach, fahren wir lieber mal ein bisschen weg, in der nächsten Folge, ob wir den Bankräuber hier in Nordreich finden können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder. Tschüss und ciao.